Liebe Fernseh- und Internetgemeinde, an diesem heiligen Abend 2020. Ich freue mich, nun mit Ihnen weiter in unsere Stadtkirche hier in Pirna St. Marien hineinzugehen. Ich möchte Sie mitnehmen in die Feier unserer Christvesper, wie sie hier eine lange Tradition hat, zu der jedes Mal viele Menschen aus der Gemeinde zusammenkommen. Und immer feiern wir dann zusammen auch mit Gästen, Menschen aus Pirna und seiner Umgebung, für die Weihnachten mit dieser Vesper zum Fest wird. Touristen, die unsere Stadt besuchen und ganz viele ehemalige Pirner, die in dieser Zeit zu ihren Familien kommen. Meine Erfahrung ist, sie alle eint, in dieser Stunde am Heiligen Abend wird die Welt von etwas Besonderem berührt. Für mich ist es die menschgewordene Liebe Gottes, die in dieser Zeit in unserem Erleben spürbar wird. Und ich glaube, dass dies auch in diesem Jahr so sein wird, wenn wir nun gleich weiter hinein in diese Kirche gehen. Und ich weiß, vieles wird anders sein, weil Sie alle, die ich eben genannt habe, und die vielen Gäste mehr heute eben nicht hier sein können. Wir haben diese Christvesper aufgezeichnet, ganz ohne einer großen Gemeinde. Wir haben manches streichen müssen, wie die Teilnahme und den feierlichen Einzug der Chorende. Und wir haben mit Abständen untereinander und mit versetzten Aufnahmezeiten alles für uns Denkbare getan, um mit dieser Aufnahme nicht zum Auslöser einer Infektionskette zu werden. Das wirkt sich wohl in doppelter Hinsicht auf die Bilder von dieser Vesper aus. Ja, zum einen sind wir damit weit weg von der Stimmung einer bis auf den letzten Platz vollbesetzten Kirche. Zum anderen wollen wir mit diesen Bildern aber nicht vor allem die Abstandsregeln demonstrieren, sondern Ihnen mit der Feier dieser Vesper nahe sein. Glauben Sie uns also beim Sehen dieser Bilder beides. Erstes Anliegen ist es uns, die Botschaft von der Menschennähe Gottes in diesen heiligen Abend hineinzutragen. Aber dabei haben wir auf alle gefährliche Nähe zueinander verzichtet. So kommen Sie nun weiter mit mir hinein, wenn wir hören auf den feierlichen Introitus, komponiert von Heinrich Albrecht. Thank you.
Liebe Christvespergemeinde an den Bildschirmen, an diesem Tag, der immer mehr zur Nacht wird, trifft uns die Kunde, der Lauf des Morgensterns beginnt. So wird sie heilige Nacht mit ihrer Botschaft. Ein Menschensohn ist uns geboren, Gott wird uns retten, heißt das Kind. Wir kommen zum Gottesdienst am heiligen Abend. Lassen Sie sich hineinnehmen in die große Erzählung dieser Nacht, in der alles seinen Anfang nahm. Denn auch uns gilt die Botschaft der Engel: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. So feiern wir Gottesdienst. Im Namen des Vaters, ewiges Geheimnis. Im Namen Jesu Christi, liebender Blick. Im Namen des Heiligen Geistes, Licht in uns. Amen. Gott, wir wissen alle gleich in seinem Bild.
Der Prophet Jesaja sagte dem Volk Gottes vor etwa 2600 Jahren: Ein Ochs kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Aber der Prophet verheißt dem Volk Gottes auch seine Zusage: Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Mache den Und der Prophet sagt weiter: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Thank you.
Lasst uns beten. Ehre und Preis sei dir, Herr Jesus Christus. Du bist ein Menschenkind geworden, auf das wir Gottes Kinder werden. Du bist arm geworden, auf das wir durch deine Armut reich würden. Du hast Knechtsgestalt angenommen, auf das wir zum Bilde Gottes erneuert werden. Zieh ein in unsere Herzen, heile unser Leben, dass wir von deiner Liebe und Güte nehmen und sie weiterschenken. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Evangelist Lukas erzählt: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria,
seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Thank you.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
Die Gnade des eingeborenen Sohnes und die Liebe des menschenfreundlichen Gottes und die Gemeinschaft des lebendigen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Text für die Predigt an diesem heiligen Abend, wir lesen ihn in den Verheißungen des Propheten Jesaja im 11. Kapitel. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe die Vermutung, dass es Ihnen bei diesem Text ähnlich geht wie mir und sich sehr schnell der prüfende Verstand meldet. Und was sagt er? Kann das denn wahr sein? Kann so etwas je geschehen? Und wenn wir diese Frage bejahen, dann schieben wir sie wohl ganz in Gottes neue Welt. Für die unmittelbare nächste Zeit, da sind wir wohl eher etwas pessimistisch. Da spricht doch alles dagegen. So vieles spricht dagegen, dass sich der Geist des Herrn, die Furcht und die Erkenntnis Gottes je noch durchsetzen in der Welt, in der wir leben. Und überhaupt, solche Worte können doch wohl kaum die Wirklichkeit beschreiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, Löwen Stroh fressen und ein Kind spielt mit einer giftigen Schlange. Worte, die sich wohl eher für ein Märchen gehören, wenn auch ein schönes. Liebe Gemeinde, hier spricht ein Prophet, ein Seher, einer, der Bilder vor unserem inneren Auge malt, der mit diesen Bildern Gottes Botschaft, sein Wort, seine Verheißung
seine Zukunft ansagt. Einer, der unsere Sehnsucht wecken und ihre Erfüllung ankündigen will. Aber eben nicht für unseren Kopf, sondern für unsere Seelen. Und darum ist, was er sagt, allein unserem Verstand nicht zugänglich. Ja, wie wir in das Bild eines Malers nur hineingehen können, wenn wir uns von den Augen unseres Herzens leiten lassen, so ist es auch hier. Wir bleiben an der Oberfläche, wenn wir fragen, ob das denn möglich ist. Wir müssten draußen bleiben aus diesem Bild, wenn wir es mit hochgezogenen Brauen abtun. Wenn wir abtun, was doch nicht sein kann, wie wir meinen. Ja, wir verschließen uns selbst dieser Zukunft, wenn wir ihr misstrauen, noch bevor sie unsere Seelen erreicht hat. Ja, es mag auch gut möglich sein, dass es die Art des Bildes ist, das Jesaja vor mehr als 2500 Jahren gemalt hat. Vielleicht ist unser Sehen ja mit anderen Wünschen und Vorstellungen verbunden. Schon manches barocke Bild bliebe uns in seinen Aussagen verschlossen, wenn wir nicht ein paar Worte über die geschichtlichen Hintergründe oder die damalige Gedankenwelt dazu lesen würden. Vielleicht müsste also einer zu unseren Herzen einen anderen Weg suchen. Wir sind ja hier nicht umgeben von Ottern und Löwen, von Pandern und Wölfen. Nun gut, dies neuerdings schon, aber auch das berührt unsere Lebenswirklichkeit ja kaum. Und Worte wie Furcht, Geist und Erkenntnis des Herrn werden für uns auch nicht gleich plastig, sind so gesprochen wohl nicht gerade unsere Sehnsuchtsworte. Versuchen wir also auf die Worte des Jesaja für uns zu hören. Dieses Bild, das er uns vor das Herz malte. So will er uns erreichen, dass wir gern hineingehen in sein Bild, dass er unser Sehnen weckt und unsere Hoffnung anspornt. Und es wird ein Kind geboren werden, ein Mensch in die Welt kommen, der seine Wurzeln im Geschlecht des Königs David hat. Was er sagen wird und was er tun wird, ist so, weil er es unmittelbar von Gott empfängt. Was wir von ihm hören und erfahren, das sagt Gott nämlich zu uns. Und es wird sich als kräftig erweisen, auch wenn die Menschen ihm zuerst nicht folgen. Er wird mit dem, was er sagt, nicht auf das schielen, was in der Menschenwelt ankommt, sondern er spricht Gottes Willen aus, so wie er ihn hört. Dieser Mensch wird Freude daran haben, Gott zu ehren und seinen Willen zu tun, auch wo ihm das schwerfällt. Er wird nicht richten nach dem, was alle sehen, noch Urteile sprechen nach dem, was alle irgendwann einmal gehört haben, sondern er wird das Lebensrecht der Armen verteidigen und den Außenseitern im Lande zu ihrem Recht verhelfen und ihrer Sache seine Stimme geben. Sein Wort wird die Menschen, die Gewalt tun, zur Rechenschaft ziehen und er wird den, der Gott aus seinem Herzen verliert, den Verlust spüren lassen. Mit Gottes Gerechtigkeit ist er angetan wie mit einem Mantel und die Treue zu Gottes Sache hält diesen Mantel zusammen wie ein Gürtel. Wenn er kommt, werden wunderbare Dinge geschehen. Die Unrecht getan haben, werden sich bei denen entschuldigen, die sie bedrücken. Feinde, seit Jahren reichen sich die Hand. Alte und Junge, Starke und Schwache, Reiche und Arme haben in derselben Gemeinde ihre Heimat. Nichts wird sie trennen, keine Missgunst, kein Neid, kein Hochmut. Alle haben gute Gemeinschaft miteinander. Niemand schadet seinem Mitmenschen bewusst. Und keiner hat Freude daran, dass es einem anderen schlecht geht. Die Menschen lassen ab davon, sich etwas zu leisten, was einem anderen oder auch der Natur schaden könnte. Sie tun dies,
weil sie verstehen, dass Gott dies nicht will. Und sie freuen sich, dass sie zu Gott und zueinander gehören. Überall in der Welt wird es Gottes Kinder geben und Gott wird aller Vater sein. Sind das Bilder, die ihr Herz finden können? Können sie so etwas besser in das Bild des Jesaja hineinkommen? Können wir mit solcher Vorstellung vielleicht wirklich alles fahren lassen, was uns daran noch märchenhaft erschien? Ja, dann schauen wir uns eben um mit diesem Bild. Das sind wir, wir mit unserer Sehnsucht, dass sich einmal alle Rätsel lösen, die uns das Leben aufgegeben hat. Und das wird geschehen. Das sind wir mit unserem Leid, das wir empfinden, unserer Krankheit, unter der wir leiden, unserer Trauer und unserer Angst und gerade jetzt in dieser Zeit mit unserer großen Unsicherheit. So sind wir. Und wir sind darin umgeben von Gottes Nähe, von seiner Wärme und von seiner Liebe, die alles wunderbar einhüllt, alles aufhebt, alles überragt. Nichts davon muss uns so quälen. Und das ist unser Leben, wie es verlaufen ist, mit dem, was wir erreicht haben, mit dem, was wir erreichen wollten und was wir wohl für unser Leben endgültig abschreiben müssen. Und es ist keiner, der uns dafür zurechtweist, der uns vorhält, was wir versäumt hätten, wie wir es besser und wie wir mehr aus uns gemacht hätten. Nein, das sind wir, geliebt von Gott, nah beim Vater, und wir haben einen neuen Anfang. Es ist nichts, wie es bleiben muss. Alles ist möglich und offen. Eben weil Gott sich selbst in die Unbehaustheit unserer menschlichen Existenz begeben hat, weil er im Stall und nicht in einem Schloss als Kind auf die Welt kam, weil seine Eltern auch ganz ungeplant aufbrechen mussten, Verordnungen folgend, die sie aus ihrem eigenen Planen und Vorhaben herausgerissen hatten. Wie nah ist uns Gott da nicht auch heute? Und das sind auch die anderen, unsere Mitmenschen, unsere Nächsten. Auch ihr Leben ist nicht zu Ende und es ist nichts festgelegt. Auch bei ihnen kann sich noch alles ändern. Wir werden dem nicht im Wege stehen. Wir helfen ihnen, dass sie sich entwickeln, ablegen können, was sie beengt und bedrückt, dass sie wachsen und so werden, wie Gott sie gemeint hat. Und hier, mittendrin in diesem Bild von Gottes neuer Welt, wird auch zu uns zurückkommen, was wir anderen entgegenbringen. Wie wir sie nicht mehr festmachen an dem, was wir von ihnen wussten, von ihnen dachten und erwartet haben, so legen auch sie uns nicht mehr fest auf die Meinung, die sie von uns hatten, die Rolle, die wir vielleicht immer gespielt haben und aus der wir nie herausgekommen sind. Sie trauen uns den Wandel zu, Veränderung, Neues. Und so geschehen sie die Wunder in diesem Bild. Ein Reicher entdeckt sein Herz für die zu kurz gekommenen. Einer, der nur sich selbst kannte, kümmert sich um seine Nächsten, der Hilfe braucht. Eine, die mit so vielen in Zank und Streit lebte, reicht ihren Nachbarn die Hand. Einer, auf den andere hören, nutzt seinen Einfluss, der Gemeinschaft zu dienen. Das fängt hier und da an, setzt sich fort in allen Häusern unserer Stadt, wird zur Bewegung in der ganzen Gegend, unter den Christen unseres Landes und verwandelt am Ende die Welt. Da wird es vielleicht zum Schluss gar nicht wirklich wundern, wenn wir Löwen auf den Weiden neben den Rindern grasen sehen und wenn die Wölfe und Lämmer Freunde würden. Ja, und warum soll in Gottes neuer Welt nicht auch ein Kind
mit einer Giftschlange spielen. Wir werden mit Gottes Hilfe davon manches erleben, in diesem Bild und aus diesem Bild heraus, vor allem da, wo es Wirklichkeit wird durch uns. Liebe Gemeinde, nein, ich will Sie nicht zurückholen aus dem Bild, das wir zusammen betrachtet und begangen haben. Im Gegenteil, bleiben wir darin, solange es nur geht. Bleiben wir darin, solange wir es nur können. Die sogenannte Wirklichkeit, sie wird uns schon schnell genug wieder einholen. Aber ist das dann die Wirklichkeit? Und ist das, was wir kennen und was unser Leben bis heute meist ausmacht und schwer gemacht hat, wirklich das, was Gott will? Wir sollten es nicht mehr vergessen. In Gottes Reich ist alles möglich, selbst dass einer sein Kreisen um den eigenen Bauch aufgibt. In Gottes neuer Welt kann sich noch der Älteste verändern wie ein Junger. Niemand und nichts muss bleiben, wie es immer war und wie wir es kannten. Wo und wann geschieht das? Ich glaube, es ist alles nur so weit entfernt, wie unser Mut, es zu versuchen. In Gottes Willen liegt es schon bereit. Das war eben schon vor mehr als 2.500 Jahren klar. Wenn das auch uns klar ist, dann ist es uns so nah wie der Entschluss, einen neuen Anfang zu wagen und einen neuen Anfang den anderen zu gewähren. Und das kann hier und heute geschehen. Gottes Beistand dafür haben wir und seine Verheißung auch. Die Unrecht getan haben, werden sich bei denen entschuldigen, die sie bedrücken. Feinde seit Jahren reichen sich die Hand. Alte und Junge, Starke und Schwache, Reiche und Arme haben in derselben Gemeinde ihre Heimat. Nichts wird sie trennen, keine Missgunst, kein Neid, kein Hochmut. Alle haben gute Gemeinschaft miteinander. Niemand schadet seinen Mitmenschen bewusst. Keiner hat Freude daran, dass es einem anderen schlecht geht. Der Mensch tut nichts Böses mehr. Die Menschen, sie achten Gottes Gebote und freuen sich, dass sie zu Gott und zueinander gehören. Überall in der Welt wird es Gottes Kinder geben und Gott wird aller Vater sein. Bleiben wir in diesem wundervollen Bild. Lassen wir uns von unserem Herzen, von unserer Sehnsucht nach einer solchen Welt leiten. Dann nämlich beginnt in jedem dieser Augenblicke der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns miteinander beten und gemeinsam Fürbitte halten. Herr unser Gott, um uns ist Dunkelheit, aber dein Licht leuchtet in allen Dingen. Dein Sohn Jesus Christus ist das Licht der Welt. Lass uns im Licht seiner Ankunft die Menschen sehen, wie du sie gemeint hast. Lass uns die Welt sehen, wie du sie geschaffen hast. Lass dich sehen, wie du dich im Kind in der Krippe gezeigt hast. Wir bitten für alle, die im Dunkel wandeln müssen. Für alle Völker, die unter den politischen und sozialen Verhältnissen unter Krieg und Bürgerkrieg leiden. Für die Millionen von Menschen, die vom Reichtum dieser Welt ausgeschlossen sind. Für die Menschen, die von Katastrophen und Unfällen betroffen sind. Für die vielen Menschen, die auf der Flucht sind und keine Aufnahme finden. Für die Menschen, die im Überfluss leben und sich gegenüber den Armen abgrenzen und sie ausgrenzen. Wir bitten dich für alle, die in Ängsten leben, um sich selbst oder um ihre Lieben. Für alle, die zu kämpfen haben mit dieser heimtückischen Krankheit, die uns bedroht. Für die Kranken und ihre Angehörigen, die Helfenden in den Krankenhäusern und in der Pflege, die Entscheider in Politik und Gesellschaft und alle, die von den wirtschaftlichen Folgen betroffen sind. Komm zu uns, Christus. Bleibe bei uns mit deinem Licht und deiner Freude. Gib uns Kraft und Hoffnung, dass wir weitergeben, was wir selbst erfahren. Deine Zuwendung zur Welt, heute und Tag für Tag bis in Ewigkeit. Gott, du bist ein Kind geworden, damit wir uns als Gottes Kinder erkennen und danach leben. So hast du uns gelehrt, Gott als Vater anzusprechen, und wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Fernseh- und Internetgemeinde, an dieser Stelle möchte ich herzlichen Dank sagen an allen, die geholfen haben, dass wir die Christfeste an diesem heiligen Abend 2020 mit Ihnen haben feiern können. Es war von Anfang an eine hoffnungsvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit der Verantwortlichen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, den Produzierenden von Pirna TV, den Musizierenden und allen Beteiligten aus unserer Kirchgemeinde, die diese besondere Form der Feier einer Christvesper ermöglicht haben. Erlauben Sie mir an dieser Stelle persönlich Friedemann Dürksen zu danken, den wir in diesem Gottesdienst an der Orgel erleben konnten, weil er obendrein mit allen Beteiligten die Idee dieses Projekts geteilt und es in allen Phasen koordiniert hat. Wenn Sie diesen Dank mit uns teilen, möchten wir Sie bitten, für diesen Gottesdienst eine Hauskollekte als Überweisung zu spenden. Zum einen bitten wir vor allem die mitfeiernden Pirna und alle, die diese Aufzeichnung unterstützen wollen, um eine Spende für unsere Gemeinde auf das eingeblendete Konto, nachzulesen auch auf unserer Internetseite. Ebenso wichtig ist es uns,
die Spendenaktion für Brot für die Welt zu unterstützen. Zur Verwendung schreibt Brot für die Welt, wo der Zugang zu Bildung wegbricht, ist die Zukunft von Kindern gefährdet. Brot für die Welt unterstützt deshalb in Paraguay Straßenschulen bei der Bereitstellung von Mahlzeiten. Auf den Philippinen und in Sierra Leone fördern wir Familien, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig ist und ein Schulbesuch möglich wird, helfen Sie uns zu helfen. Die Spendenmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Liedblatt zur Sendung oder finden Sie in der Videobeschreibung auf dem Internetkanal. Wenn nun diese Christvesper zu Ende geht und wir uns wiederfinden in den weihnachtlich geschmückten Häusern und Zimmern unseres Zuhauses, wenn wir jetzt im kleinen Kreis zusammen sein können, um zu feiern oder am Telefon wie am Computerbildschirm uns mit unseren Lieben auszutauschen, wenn wir jetzt in Gedanken den Weihnachtsabenden in guter Gemeinschaft nachhängen, den Freuden der bereiteten Geschenke und den gelebten Traditionen des Miteinanders, dann möge uns der Friede Gottes begleiten. Gott ist in unsere Welt gekommen, damit wir seinen Frieden spüren und ihn hinaus in die Welt tragen. Nehmt dafür den Segen Gottes mit in euer Zuhause. Der Segen Gottes erziehe in eure Herzen. Der Gott des Friedens, er bewege eure Hände. Der Gott des Friedens, mache eure Gedanken froh. Der Gott des Friedens, werde in euch neu geboren, heute und jeden Tag. So segne und behüte euch der allmächtige und in seiner Allmacht so barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.